Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von der Südhämmern im Landwirtschaftssimulator 2019. So, ich bin jetzt hier schon auf dem Johnny, weil hier mal wieder das Saatgut gleich leer ist. Der Fendt-Favorit mit Stroh ist schon am Fahren. Da müssen wir gleich mal gucken, dann ob das auch wirklich funktioniert mit dem Abladen. Das heißt, den müssen wir immer so ein bisschen im Auge behalten, aber ich will mal gucken, dass wir das auf jeden Fall noch schnell schaffen, hier das Saatgut zu befüllen. Wir werden jetzt mal auf den Dünger verzichten. Beziehungsweise rein theoretisch sehen wir ja, ob es funktioniert, wenn Geld reinkommt. Oder wir sehen, dass es nicht funktioniert, wenn der Traktor mit vollem Anhänger wieder hier zurückgekommen ist. Und es wird auch langsam dunkel hier, muss ich sagen. Das gefällt mir auch nicht. Aber ich würde doch gerne das Ansehen hier noch fertig bekommen. So, jetzt ist die Frage, dauert das jetzt schon zu lange mit dem Stroh? Wo? Hier geht's weiter, oder? Sehe ich das richtig? So, Helfer an. Na, will er nicht. Helfer an. So, Stroh. Es hat nicht funktioniert. Schade, schade, schade. Gut, dann machen wir das nochmal neu. Das heißt, wir können auch das Strohverkaufen den Kurs wieder löschen. Hätte alles so schön klappen können. Dann werden wir jetzt eben den Kurs so hingehend ändern, dass wir da rückwärts ranstoßen werden. Und das auch mit Curseplay realisieren. Selbstverständlich. Wobei wir das dann allerdings oder den Kurs einfahren ohne Anhänger machen, weil ich habe inzwischen gelernt, dass es sinnvoller ist, Rückwärtsfahrkurse immer ohne Anhänger zu machen. Müssen wir nur gucken, dass wir den Traktor bzw. den Anhänger jetzt richtig positionieren. Dazu werde ich ihn wohl ein bisschen leer machen. Also ein bisschen werden wir auskippen, damit wir die Anzeige sehen, dass wir richtig stehen. Befüllung starten. Gut. Wir kuppeln ab und dann geht das los. Nächster Test. So, das können wir wieder erstmal in der Innenansicht fahren. Licht anmachen. Ups. Licht anmachen. So. Das Hilfemenü brauchen wir nicht.
wieder für die bessere Übersicht nach draußen wechseln. So, das heißt, wir fahren wie gehabt hier längs, holen hier ein bisschen aus, fahren jetzt mal, sagen wir mal, wirklich bis hier, sagen jetzt, wir fahren rückwärts. Das müssen wir Curseplay sagen, das erkennt das nicht automatisch. Stoßen hier mal ein Stück zurück. So ungefähr sollte. Ne, wir müssen, glaube ich, bis in den Trigger fahren. So. Hier sagen wir ihm wieder Rückwärtsfahren beenden und können jetzt im Grunde den Kurs nach Hause fahren. Und das wird dann sehr interessant werden, ob er das kapiert, nirgends hängen bleibt. Tja, lassen wir uns gleich mal überraschen. Schnell zurück. Na, das ist eben wirklich das Wichtige, wenn man so Kurse macht, wo es ums Rückwärtsfahren geht, immer ohne Anhänger einfahren. Sonst wird das gar nichts. Da habe ich schon im LS17 das eine oder andere Mega-Problem gehabt, aber aus Fehlern lernt man und jetzt weiß ich, wie es geht und es sollte, denke ich mal, problemlos jetzt funktionieren. Wie gesagt, das sehen wir gleich. Wir sind ja auf den letzten Metern. Wir machen hier wieder auf dem Grünstreifen. Dann ziehen wir hier rein. Und so bis hierhin. Stopp. Dann speichern wir das wieder unter VK Stroh 2. Wir brauchen den Anhänger. So, wir haben ihn hier eingestellt. Er soll Stroh laden und ja. Er macht jetzt noch den Rest voll und fährt los. Wir gucken dann, ob er das schafft alles. So, genau. Du bist ja hier mit dem Düngen soweit. Genau, das ist dunkelgrün. Perfekt. Dann lass uns mal kurz das Gras aktivieren. Ist immer noch nicht reif. Schade. Aber wir könnten das wohl einmal düngen, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, Hilfe. Lassen wir den mal ausklappen und beobachten den gleich mal ganz kurz, ob das so klappt. Weil wenn das jetzt einmal klappt, dann kann der wirklich in Zukunft erstmal seine Runden drehen und einfach das Stroh weghauen. Weil es irgendwie 645.000 Liter bei aktuell knapp 100 Euro sind 64.000 Euro. Gut, der Preis sinkt, na klar, das haben wir ja, werden wir feststellen, aber auch wenn es, sagen wir mal, nachher noch 90 Euro sind oder 80 Euro. Es ist immer noch ein Arsch voll Geld. So, er sagt jetzt zwar, er hat die Abladestelle erreicht, dürfte er aber eigentlich oder sollte er nicht machen. Mal gucken. Er fährt jetzt hier ran, geht in den Rückwärtsgang, ja. Fährt zurück, müsste eigentlich den Trigger erkennen, ja. Abladestelle erreicht. Und lädt nicht ab. Och Mann. Warum nicht?
gut, dann mache ich jetzt zumindest, dass wir einen mal verkauft haben, das mal manuell jetzt. Ich glaube, da muss ich dann zur Not noch mal. Oder nimmt er hier nur Ballen an? Der nimmt hier nur Ballen. So ein Scheiß. Oder geht es nur im Ladewagen? Ah. Gut, das kann ja klar auch sein, dass der hier nur Strom im Ladewagen annimmt. Das wäre jetzt die nächste Variante, die wir mal testen müssten. Sonst muss ich mir da irgendwie einen Trigger umbauen. Da will ich den IMO 1 Trigger dem noch Stroh hinzufügen. Aber das müsste ich dann eben nach der Aufnahme machen. Gut, das heißt, wir kippen jetzt erstmal das Stroh wieder zurück. Ne, da ist das wohl wirklich nur ein Ballentrigger. Wobei es merkwürdig ist, dass er eben trotzdem gesagt hat, er hat die Abladestelle erkannt. Kapiere ich nicht. Wie gesagt, das ist eben jetzt noch die einzigste Möglichkeit, die mir jetzt so einfällt, mit das Ganze mit dem Ladewagen zu testen. Mal was anderes fällt mir dann, ups, nicht mehr ein. So. Dann einmal abladen, bitte. Wir stellen den jetzt einfach mal irgendwo hier einfach hin. Ich will das noch hinbekommen. Ich will zumindest eine Fuhre Stroh verkaufen. Das ist mein bescheidenes Ziel für heute. So, der ist auf Stroh eingestellt noch. Das passt. Dann fahren wir den jetzt einfach hier kurz durch und setzen den auf den Kurs an. Nämlich hier. Ja, sollte aufgetankt werden, interessiert mich doch nicht. Dann gucken wir mal jetzt noch ganz kurz, ob er zumindest lädt mit dem Ladewagen, ob das von der Geometrie des Rohres, des Einfüllstutzens passt. Und während der dann losfährt, kümmern wir uns schnell um das Düngen von der Wiese. Gut, das läuft. So, weg mit dem Ding. Oh, raus, 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 raus. Einmal grob hier drüber fahren. So, auf jeden Fall ist der Ladewagen erstmal voll. Und er fährt. Zwei wichtige Punkte. Gucken, ob er hier das überhaupt annimmt. Ja, passt. So, wenn wir genau die Karte einmal groß machen, dann sehen wir ja, wo der Fendt ungefähr ist, damit wir das so ein bisschen abschätzen können, wenn der
bei der IMO ist, damit wir da mal hinspringen, eben um das zu kontrollieren. Erstmal müssen wir gucken, dass wir hier, ja, das passt. Ups. So, du bist ja noch nicht, weil du bist jetzt gerade oben beim Feld 12, 13. Das heißt, wir schaffen das hier problemlos zu düngen, noch bevor wir da rüberspringen müssen. Ja. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann muss ich eben gucken, dass wir für die nächste Folge, dass ich da ein bisschen in der Karte experimentiere und gucke, was da los ist. Beziehungsweise eben einen Trigger so erweitern, dass wir loses Stroh verkaufen können. Machen wir hier, waren wir ja nicht ganz am Rand gewesen, wobei das ist auch egal. So, einklappen. Ach, wieso fährst du jetzt so langsam? Komm, gib mal Gas hier. Ich wundere mich schon. Das, manchmal stellt er irgendwie den Tempomat runter. Ich weiß auch nicht, warum genau. So, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Schön rückwärts reinfahren. Wir kommen ja auch richtig in den Trigger rein. Also da ist es, sollte es kein Problem geben. Ne. Macht er definitiv nicht. Wir gucken jetzt mal nochmal hier so. Wir können nicht abladen. Jetzt machen wir mal den Test, ob der Haupttrigger da drüben Stroh nimmt. Aber es hat ja IMO 2 angezeigt. Nö. Oder ich muss mir wirklich die Mühe machen und hier zum Strohkraftwerk einen Kurs einfahren. Das heißt, wir könnten rein theoretisch hier ranfahren. Irgendwie dann hier rückwärts ran, ne, beziehungsweise reinfahren, hier so einmal drehen und dann rückwärts ranfahren und ja. Müsste man sich mal überlegen. Aber das werde ich offline, wie man so schön sagt, machen, weil das einfach zu lange dauert. Und da werde ich es dann selbstverständlich wieder mit dem Abschiebewagen probieren. So, aber jetzt erstmal noch auffüllen, beziehungsweise auffüllen und dann sind wir auch schon fertig für heute. Ja, die Zeit ist wieder viel zu schnell rumgegangen. Ja, wenn man so ein Problem rumbastelt, ist das einfach Wahnsinn. So, aber Leute, morgen geht's weiter. Dann hoffentlich schaffen wir es, unser Stroh zu verkaufen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und bye bye.